Diese C-Klasse scheint tatsächlich ein Bauwerk für die Ewigkeit zu sein. Stramme 301.800 Kilometer hat die vor 6 Jahren von Autobild Incognito gekaufte Basislimousine der Baureihe 204 auf dem elektronischen Anzeiger. Noch kein Auto war länger Dauergast. Den schlichten weißen Mercedes C180 Kompressor ist in der Redaktion jeder schon mindestens einmal gefahren. In einem halben Dutzend Fahrtenbücher findet sich selten Kritik. Eher sogar eine mit der Laufleistung gewachsene Liebesbeziehung. Ganz großes Thema ist ja bei Mercedes eine Zeit lang Rost gewesen. Der Vorgänger von unserem Auto hier hat sich noch durch Rost an den Türfalzen und an Karosserieteilen ausgezeichnet. Der größere Bruder E-Klasse genauso. An diesem Auto ist jetzt gar nichts festzustellen. Das ist sehr positiv. Wir haben bei 100, 200 und 300.000 Kilometer jeweils eine Zwischenuntersuchung gemacht an dem Auto, sind mit dem Endoskop in die Hohlräume reingegangen, haben uns alles genau angeguckt, auch unter den Türdichtungen. Und dieses Auto ist da absolut frei von jeglicher Braunpest. Alles in Ordnung. Von außen steht er also richtig gut da. Innen dominiert der billig anmutende schwarze Armaturenträger und ein Lenkrad, dessen Drucktasten aus dem Baumarkt stammen könnten. Viel Kritik gab es damals. Was man aber jetzt sagen muss, nach 6 Jahren, 300.000 Kilometer, man kann es nicht oft genug erwähnen, das sieht alles noch neuwertig aus. Wir haben aus dem Dauertest genug Fahrzeuge, wo wir sagen, nach 100.000 sind diese ganzen Bereiche hier zerschlagen, zerkratzt, wirken wirklich abgenutzt und gebraucht. In diesem Auto sieht man weder Laufzeit noch Einsatzzeit hier an. Und da muss man wirklich sagen, also das Material, was Mercedes da eingesetzt hat, ist dann doch besser, als es der erste Anschein vermuten ließ. Der weiße C, er altert in Würde, anders als so manch anderer im Dauertest-Fuhrpark. Doch bevor wir vor lauter Lob den Faden verlieren, es gab auch Probleme auf der Strecke rund um die Erde, die er gut 7,5 Mal umkreist hat. Wir haben über 6 Jahre fast 7.500 Euro auch in dieses Auto an Reparaturen investiert. Ja, das teuerste war natürlich jetzt so bei 250.000, dass da ein neuer Katalysator rein musste. In dem Zeitraum wurde dann auch eine größere Bremsengeschichte fällig, wo dann auch bis zu den Backen der Feststellbremse alles gewechselt wurde. Das waren auch fast 900 Euro. Also da kommt dann schon ein bisschen Geld zusammen. Das darf man nicht verschweigen bei so einem Auto. Inzwischen gönnt sich der Benz auch gern mal etwas Öl. Ein Drittel Liter auf 1000 Kilometer, Tendenz steigend. In Zahlen bedeutet es 39 Liter nach 207.000 Kilometer, 93 Liter nach 301.800 Kilometer. Womöglich wird unser Marathon-Mercedes ja irgendwann mehr Öl als Benzin konsumieren. Gegenwärtig sind es nach 9,9 Litern bei Tachostand 100.000 nur noch 9,6 Liter Sprit im Mittel. Und noch ein Geheimnis, das der 156 PS starke Benz tief in sich trägt. Er wird immer stärker. Im Laufe seines arbeitsreichen Lebens über 300.000 Kilometer ist die Motorleistung um 3,5 Kilowatt gewachsen, um fast 5 PS also. Kein leuchtendes Vorbild ist der Wagen beim Thema Glühlampen. Fast könnte es heißen, der hat was an der Birne. C180K Classic frisst nämlich Leuchtkörper, als geben sie Extrasaft. So um die 20 Stück mögen es inzwischen sein. 300.000 Kilometer, damit bewegen wir uns im Umfeld von Handlungsreisenden und Taxifahrern. Also dieses Auto könnte ich mir durchaus vorstellen, privat zu fahren. Der Motor mit seinen 156 PS ist stark genug. Der Kompressor, bei dem wir am Anfang Sorgen gehabt haben, ob der lange Laufzeiten durchhält, tut das offensichtlich klaglos, bis auf die Tatsache, dass er Öl braucht. Und die schon angesprochenen Dinge, dass man damit völlig entspannt durch die Gegend fahren kann, das ist fast ein Sanatorium auf Rädern. Bedeutet für den C180, dass er seinen Parkplatz in der Tiefgarage weiterhin behält. Die nächste Haltestelle heißt 400.000 Kilometer. Kaufpreis vor 6 Jahren 31.844 Euro. Wert heute 7.300 Euro, macht einen Wertverlust im Schnitt pro Jahr von rund 4.100 Euro. Diverse Reparaturen aus 6 Testjahren sollen natürlich nicht verschwiegen werden, aber unterm Strich bleibt eine positive Bilanz.